Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Mare vom Wolfsrudel. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Tag 10. Heute wieder ein etwas kürzeres Video, da ich ja wie gesagt nur jetzt die letzten 2-3 Tage alleine gespielt habe und da dann auch nicht viel gemacht habe, außer hier habe ich noch gehäckselt mit dem Helfer, aber ist auf Dauer auch langweilig, deswegen seht ihr hier auch noch ein paar Minuten. Ich lasse eben gerade den Helfer fahren. Ihr könnt vielleicht schon erkennen, dass ich eine andere Bodentextur drin habe. Und zwar findet ihr die auch auf modhoster.de. Genauso wie die Maistextur. Ich habe die aber am Ende des Tages doch wieder rausgetan, die Bodentexturen. Obwohl sie recht realistisch ausschauen, die waren mir dann doch etwas zu dunkel. Und etwas zu platt. Also es war zwar hochauflösend, aber es war doch platt. Und da hatte ich dann noch die normalen gelassen. Es gab schon wirklich mal beim LS13 einige Texturen, die wirklich so viel besser waren als die originalen, aber darauf müssen wir halt hoffentlich noch warten. Trotzdem habe ich die Mais-Textur drin gelassen, denn die sieht wirklich verdammt gut aus. Unten wird der Mais schon schön braun und oben ist er eben noch ein bisschen grün. Also einfach realistisch zwiegespalten. Ich meine heutzutage, also jetzt aktuell gibt es bei uns immer noch Mais, der ist dann natürlich komplett schon vertrocknet und braun, beige, sowas, da ist nichts mehr grün. Aber wenn man ihn eigentlich so drischt, ist er doch schon so mal so doch so zügig, weil das ist auf jeden Fall noch ein bisschen was grün. Gut, zum Häcksel natürlich sollte er eigentlich noch grün sein, also eine Stufe vorher. Wir haben ihn trotzdem eben nur gehäckselt, als er schon reif war. Deswegen sieht man das auch. Ja, und als zweites seht ihr dann eben noch unseren MAN-LKW in blau, passend dazu den Krampe-Auflieger als Mod, der eben hinten eine Anhängerkupplung hat für einen zweiten Krampe, der dann eben mit Dolly als Anhänger funktioniert. Zusammen haben wir dann damit hier eine Kapazität von 118 Kubikmetern, also 118.000 Litern. Das ist enorm viel und könnt euch schon mal ausrechnen, 5 Fahrten damit und ein Silo in der BGA ist voll. Also kommt das mit dem Ding gut echt hin. Wir haben unserem Riesenfeld, das ist jetzt fast fertig und wir haben, oder ich habe knapp 3 Silos voll bekommen, also bei 2,5 Silos bin ich jetzt, es könnten noch knapp dritte ganz voll werden, also werden es wirklich 3 Silos mit diesem Feld. Das ist echt enorm viel und natürlich ist es ein bisschen, naja, sagen wir mal gewöhnungsbedürftig, natürlich ist es einfacher mit 2 Spielern, einer fährt eben den Häcksler, weil der Helfer eben die Kurven immer ein bisschen komisch nimmt, da muss man aufpassen, dass man eben wie eben gerade nicht wegschiebt. Aber es ist schon, ihr seht schon, da passt enorm was rein und man muss nicht alle 2 Fahrt muss man eben schon wieder wegfahren. Ich habe eben dann trotzdem noch den Deutz daneben, den Bergmann-Silage-Anhänger, da passt auch nochmal 55.000 drauf. Und macht zuerst dann beide voll und fahre sie dann hintereinander zur BGA und liefert da dann die Silage ab. Aber wie gesagt, öfters bleibt der Helfer einfach mal wieder hängen, weil ich zu nah dran bin. Dann lässt er wieder 2 Reihen aus, wie man hier gerade sieht. Das ist echt schade, aber hilft leider nichts. Auch mit der Innenansicht wäre es hier ganz schön zu fahren, denn man sieht eben auch durch den Spiegel schön, wie viel Abstand man noch hat zum Häcksler und der Innenraum vom MAN sieht auch echt gut aus. Wir haben aber auch schon den Scania. Den Scania mit 37 PS, den es in LS13 auch gab, der schon konvertiert wurde, gibt es auch auf Modhoster. Ein wirklich sehr, sehr toller LKW, ein Truck, den mit 90 km/h, der glaube ich fährt, der 90 km/h sind. Das ist auch enorm schnell im Vergleich zum MAN mit 60. Da kann man schon mal schnell durch die Map brausen. Alle mit, auch mit der Leistung. Hat eben natürlich auch Rundumleuchte und schöne Lichter dran. Also wirklich, das Teil wird auch schmutzig. Kann ich euch auch nur empfehlen. Seht ihr dann bestimmt morgen oder so im nächsten, nächsten Zusammenfassung. Ja, und so ging das eben munter weiter mit dem Häcksler. Sind wir glaube ich die gleich voll, 290% haben wir. Ja, mit dem Häcksler geht das schon echt schnell, das ist Wahnsinn, ja. Natürlich habe ich jetzt mir noch so eine Schaufel geholt für den Radlader da, wo halt dann statt 6400 Litern 10.000 Liter reinpassen, also 10 ja, Tonnen, ja, oder 10 Kubikmeter, sagen wir mal eher so. Und Tonnen wäre ein bisschen wahrscheinlich, glaube ich, zu viel oder zu wenig, kann ich jetzt schlecht abschätzen, aber es sind nicht genau 10 Tonnen. Auf jeden Fall geht es halt einfach schneller, wenn man die 4 PGA-Silos voll hat und dann kann man eben nicht die ganze Zeit im Radlader die Silage einkippen, denn irgendwann ist der auch voll. Und mit 10.000
Litern geht das dann noch etwas schneller, dann füllt man dreimal auf oder viermal maximal und dann ist, darf man eben wieder warten, bis die 20.000 Liter von der DGA wieder schnell verheizt wurden oder verbraucht wurden, dann kann man wieder einladen. Ja, und jetzt sind wir auch voll und dann düsen wir gleich Richtung DGA zum Ausleeren. Das zeige ich aber glaube ich nicht mehr, nee, ist ja dann gleich Schluss. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kurze Einblick gefallen und vielleicht macht ihr das ja dann auch so mit dem Mod. Finde ich wirklich eine super Lösung. Vor allem auch zu zweit geht das echt schnell. Jo, dann sehen wir uns wieder am nächsten Tag, Tag 11 zur Zusammenfassung. Macht's gut, bis dahin. Ciao.